Da kommt jetzt eine Cowboy-Style-Frage. Wo möchte eine Tiny-House-Siedlung für den Staat Wuhuhuhuland? Findest du einen Ort? Die Antwort auf die Frage, wie man ein Grundstück findet, um ein Tiny House. Eigentlich ist das Grundstück finden nicht so schwierig. Es gibt gute Alternativen auf Facebook und so weiter mit Gruppen, die das immer ausschreiben. Das Finden ist eigentlich relativ einfach. Aber das Problem ist nicht das, sondern das Problem ist, ein Tiny Dörfer drauf zu bauen. Sei es auf rollenden Möglichkeiten oder fest. Und da gibt es eigentlich nur eins, man muss immer auf die Gemeinde gehen. Die Gemeinde ist die Instanz, die das eigentlich bewilligt tut oder nicht. Als Projektdokumentation und so weiter. Und in der Regel gehen die Gemeinden auf das ein. Die Gemeinden sind eben auch daran interessiert, dass so etwas funktioniert und neue Wege geht. Also, wenn man ein Stück Land sieht oder eine Möglichkeit sieht, immer bei der Gemeinde vorstellig werden.